Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatute, beim Clan True Warriors. Ja, heute mal Live-Action. Ihr seht es an den Rändern rechts und links. Die schwarzen Balken deuten darauf hin, dass ich mal wieder am Mobile-Device bin. Und ich würde heute, beziehungsweise in dieser Folge, wirklich gerne 4 Angriffe von mir zeigen. Einmal, beziehungsweise zweimal RH9 und zweimal RH10. Aber ich denke mal, wir fangen mit dem RH9 an. Der Krieg ist anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. 5 Angriffe, 5 Sterne. Das ist echt mager. Und wir spielen hier am 15er. Da kannst du auch gar nicht so großartig rum jonglieren. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache hier den 13er mit meiner Queen, mit ein bisschen Locken der Clanburg, mit 2 Heilern und danach mit, wie heißt es eigentlich? Lalun. So heißt es eigentlich. Und ich gucke mal, ob meine Truppe hier fertig ist. Ich mache das hier absolut live jetzt am Tablet. Und ich bin so ein bisschen angespannt, muss ich sagen, denn so einen Angriff, so wie jetzt, habe ich auch noch nie hingelegt. Ja, also wir stürzen uns jetzt mal ins Getummel rein auf die 13 und ich bin echt gespannt, ob das klappt, was ich mir hier ausgedacht habe. Okay, als erstes habe ich gedacht, ich lock mal die Clanburg irgendwo hin, mal sehen, ob da überhaupt irgendwas rauskommt. Okay, da kommt ein bisschen was raus. Dann nehmen wir hier mal 2 Heiler mit. Und was müssen wir eigentlich giften? Wir müssen die Hexe giften hier. Ja, wir giften hier so ein bisschen die Hexe. Und jetzt gucken wir mal, da muss ich die Queen leider zünden. Aber ich glaube, der Rest ist ganz gut im Gift hier. Und die gegnerische Queen muss natürlich an der Stelle fallen. Also sehen wir mal zu, dass wir dort etwas reißen. Das sieht noch ganz gut aus. Und dann hauen wir hier mal unseren Magier raus. Und jetzt geht das hier mit den Loons in diese Base rein. Mal sehen, ob das so klappt, wie ich mir das ausgedacht habe. Ah, wo ist meine Clanburg? So. Das sieht eigentlich, glaube ich, noch ganz gut aus. Ich gucke mal. Jetzt müssen wir natürlich hier so ein bisschen unseren Wut schmeißen. Und jetzt haben wir überhaupt kein Gift mehr hier. Und wir haben auch gar keine kleinen Minions hier. Ja doch, jetzt haben wir so ein paar hier für die Skelettfallen. Mal sehen, ob wir die restliche Def noch schaffen. Mal schauen, ob das noch was wird. Aber das sieht ganz gut aus. Und jetzt müssen es unsere Minions einfach reißen. Der King muss es reißen und auch die Loons müssen es reißen, denn die machen natürlich jetzt noch den Magierturm. Und mal sehen, ob das in 1 Minute 22 noch was wird. Oh, ich bin so gespannt. Entschuldigt bitte, dass ich gerade ein bisschen leiser wurde, denn ich habe gerade nach unten geschaut und ich habe so einen Angriff in dieser Form noch nie gemacht. Also wirklich, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt den RH9-Bereich so angreife. Aber es bot sich halt an, Queen außen, King außen. Und ich glaube hier trotzdem, trotz der Zeit, das wird ein super RH3er hier, beziehungsweise ein 3-Sterner hier. Ah, ein RH3er, meine Herren, bin ich durcheinander. Aber ich war auch wirklich, wirklich nervös. Und wir brauchen hier die Sterne, auch im hohen Bereich. Denn die 13 hier durfte auf gar keinen Fall einen RH10er machen, denn die haben hier schon gefehlt. Leider in dieser Folge. Und ich denke mal, ich habe hier nichts vergessen. Das wird auf jeden Fall ein 3-Stern, jawohl. Super gemacht. Mann, die Kombi könnt ihr euch aufschreiben. Also, das war mein erster Angriff hier live am Tablet und ich mache den zweiten mit meinem RH10. Nicht direkt im Anschluss, dauert ein bisschen, aber wir machen schön Cut und dann würde ich sagen, bis später. Okay, Freunde, ich habe den letzten Angriff gar nicht ganz abgedreht und ich habe meine Armee schon wieder fertig. Also RH9 ist ready hier for attack und ich habe mir eine Base ausgeschaut, das ist die 14, die wurde jetzt nicht ganz geschafft, aber mal schauen, ob wir dort etwas holen können. Ich habe mir gedacht, ich komme von, ja,
eigentlich natürlich beim Go La Loon über die Queen-Seite, das heißt also über diese Seite hier in die Base rein. Mal schauen, wie mir das gelingt und würde hier gerne meinen Sprung setzen, denn die Golems gehen in jedem Fall auf die Death hier, also den Bogenschützenturm. Der Sweeper ist im Fokus und die beiden Lars hier sind im Fokus und dann haben natürlich meine Loons einen ziemlich weiten Weg in diese Base rein, aber wir gucken einfach mal, wie ich mich dort schlage. Überall ein grüner Haken und dann legen wir einfach mal los. Okay, ich werde jetzt wieder ein bisschen leiser. Das müsst ihr mir eingestehen. Ey, da hat er eine Riesenbombe liegen. Naja gut, okay, alles nicht so schlimm. Ich denke mal, das können wir irgendwie kompensieren. Und ich gucke mal, ob ich hier an dem Magierturm mit meinem Mauerbrechen vorbeikomme. Ah, nicht ganz, okay. Nicht ganz, dann setzen wir hier den Sprung rein und gehen ganz behende jetzt hier in die Base rein. Das muss einfach so gehen. Ganz spät die Bowler gesetzt und jetzt gucken wir mal, wie wir uns gegen die Clanburg-Truppen hier schlagen. Mal schauen, also Ziel ist nach wie vor die beiden Lars und auch die Queen inklusive der Clanburg-Truppen. Das sieht ganz gut aus hier. Jawohl, das haben wir in jedem Fall an der Stelle mal gepackt. Dann hauen wir hier auch noch mal gut rein. Mal sehen, wie weit ich jetzt springe. Und jetzt haben meine Loons hier einen echt weiten Weg. Und auch die Hunde haben wirklich weiten Weg hier. Also muss ich die jetzt mal so ein bisschen hier in Speed versetzen. So ist das einfach mal. So, hier heilen wir jetzt unsere Loons einmal durch. Ich glaube, das ist ganz gut so an der Stelle. Da noch ein Wut gesetzt. Mal schauen, ob die jetzt da hingehen. Ja, das sieht ganz gut aus. Und hier auch nochmal. So, dann müssen wir hier jetzt aber schon mal so ein bisschen für Cleanup sorgen. Mal schauen, wo wir den restlichen Cleanup setzen. Das sieht ganz gut aus. Queen ist noch am Start. Wir haben hier die Loons noch. Die machen jetzt noch den Magierturm und dann schauen wir mal, dass wir, ja, wo machen wir ein Cleanup? Ich glaube hier. Hier machen wir den Cleanup weiter. Der Magier hier muss hier für Ordnung sorgen und mal schauen, 58 Sekunden. Queen ist aber noch relativ stark in Heal. Die Loons sind noch dabei. Der Magier, die Welpen machen hier jetzt erstmal den King da oben. Das sieht ganz gut aus hier an der Stelle. 41 Sekunden, ja, das müsste reichen. Das wird reichen hier, also 2x3 Stern auf RH9 von meinem Account mit dem Avatar. Ich denke mal, das ist zumindest vom RH9 Bereich schon mal nicht schlecht hier. Jawohl, perfekt. 3 Sterne hier, super. Super rausgeholt und hier gibt es wirklich nicht viel zu reißen, also wir müssen die Sterne hier haben. Jetzt lasse ich sie auch auslaufen. 1, okay. Da ist einer noch dazugekommen, der zweite eben auch schon. Ja, jetzt muss ich nur noch mit meinem RH10 auch so erfolgreich sein. Und dann schauen wir mal, dass wir hier weiter am Ball bleiben. So, jetzt bin ich mit meinem RH10 mal auch online und habe mir hier eine Base ausgeschaut. Es war die, ich weiß es gar nicht mehr. Ich muss mal eben schauen, welche das war. Aber ja, es war diese Base hier. Und die Base hier würde ich gerne mit Gula Loon angreifen. Mal schauen. Also Ziel ist hier der Feger. Queen, also überhaupt die Clanburg-Truppen und vielleicht auch Queen und noch vielleicht die andere, ein oder andere Dev. Aber wir schauen mal rein, wie mir das gelingt. Und ich würde sagen, wir starten. Ich habe alles auf grün. Und dann sagen wir mal hier an der Stelle einfach mal Attack. Unter Umständen werde ich jetzt etwas noch leiser, denn ich weiß gar nicht, wie das hier laufen soll. Ich weiß noch gar nicht, wie das hier laufen soll. So, schauen wir mal. Ob wir hier überhaupt irgendetwas reißen.
Sprung war schon mal für den Arsch. So, da kommen die Klamburg-Truppen. Mal gucken, ob wir hier noch davon etwas schaffen. Ja, das sehe ich noch ganz gelassen so. Und meine Queen ist hier noch am Start. Ich denke mal, die zücken wir an der Stelle. Und dann ziehen wir hier mal die Clanburg nach. So, jetzt müssen es hier natürlich so ein bisschen unsere Loons reißen, keine Frage. Da schauen wir mal. Oh, das ist scheiße. Oh, oh, oh. Na komm, ich brauche so ein paar Babys hier, so ein paar Welpen in der Base, die mir die Dinger da wegmachen. Inferno, ah, fällt nicht. Okay, fällt nicht. Das ist nur ein Stern hier. Ja, das ist scheiße an der Stelle. Ich habe gedacht, das läuft etwas besser hier. Naja, da ist noch der Hund unterwegs. Vielleicht, ah, komm. Die Welpen schaffen vielleicht noch jetzt noch die Skelette hier. Ihr seht das hier in der Mitte. Aber das ist blöde. Keine Frage. Das wird leider nichts. Das ist ein Stern. Und hopp oder top. No risk, no fun, sage ich immer. RH10 ist auch nicht einfach hier an der Stelle. Also das ärgert mich ungemein, echt. So eine Kackbase hier mit diesen doofen, offenen Mauern. Und dann so ein Mist hier. Kann ich fast nicht anders sagen. Ja, nun ploppt doch mal auf. Mei. Die Skellies brauchen ja ein halbes Jahr dafür. Und schaffen jetzt sicherlich noch ein Prozent hier. Ja, aber zum Rathaus werden die natürlich nie mehr kommen hier. Und auf so eine doofe RH10 Base nur ein Stern. Naja, das ja, spiegelt mein RH10 Account so ein bisschen wieder, denn ich denke mir zwar immer tolle Taktiken aus, aber am Ende mau, echt mau. Wir haben ja nichts gepackt hier, also viel zu wenig mit unserem Killsquad gepackt. Und naja, das zu wenig. Ich hoffe, ich verteidige noch ein bisschen besser und bereite einfach mal meinen zweiten Angriff vor. Bis gleich. Hallo Leute, als zweites habe ich mir den 10er hier rausgesucht, den Murat. Mal sehen, ob mein Queen Walk hier hält, ob ich die Clanburg gelockt bekomme. Ich schaue noch mal gerade in meine Armee rein, aber ich glaube, ja, das könnte in jedem Fall klappen. Und wir legen einfach mal los. So, noch mal auf Schaut an der Stelle. Und dann hauen wir auch sofort unseren Attack hier raus. Also mal gucken, was das so wird. Ich muss so ein bisschen lächeln hier, denn so, ich denke mal, wir beginnen genau hier und ziehen hier mal unseren Babydrachen nach, der jetzt hoffentlich die Queen erledigt. Ja, das macht er sogar super. Dankeschön, Babydrachen, auch wenn du sofort gestorben bist. Das ist aber an der Stelle nicht ganz so schlimm. Wir gucken hier mal weiter. Ja, ich lasse die Queen erstmal ein bisschen laufen an der Stelle. So, jetzt ziehen wir mal den King nach und ein paar Mauerbrecher hier. Und jetzt müssen wir hier mal ganz, ganz hart giften gerade. Aber das sieht noch ganz gut aus. Und mal sehen, wie uns der Funnel hier gelingt in diese RH10 Ringbase hier. Aber das sieht noch ganz gut aus. Oh, da gehen sogar schon so ein paar Truppen auf die Mitte hier.
dann schicken wir mal den Rest hier rein. So, einmal hier einen Fries gesetzt. Und hier nochmal einen Sprung. Nein, da den Sprung. Na komm. Ja, da springen die nochmal so ein bisschen. Das ist super. Okay. So ist es hier nicht ganz verloren, denke ich mal. An der Stelle. Ja, der war wesentlich besser hier, auch wenn es nur 2 Sterne sind, aber ist ein blanker RH10 an der Stelle. Und ja, okay. Da kämpfen sich jetzt der Golem und der Riese durch. Das wird, denke ich mal, nichts mehr, aber egal. 71%, 2 Sterne. Gar nicht mal so schlecht. Der Gegner muss auch erstmal hier nachlegen. Das Ganze, warum ich eigentlich hier meine 4 Angriffe gemacht habe heute Abend, ist einfach der Grund, dass ich keine Zeit habe den ganzen Tag über. Ich bin zurzeit beim Kunden und schaffe es nicht großartig, mal auf die Glocke von Clash of Clans zu schauen. Deswegen bin ich froh, dass ich das an der Stelle mal so ein bisschen erstmal aufnehmen konnte und habe jetzt meine 4 AGs gemacht. Das heißt, My Team, wir schauen mal rein. Ich habe mit Thorsten 2 Angriffe gemacht und ich habe mit dem Avatar 2 Angriffe gemacht. Ja, das ist erstmal, glaube ich, so gar nicht mal so schlecht. Und wenn euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen am Ende nach oben da. Wir sehen uns im Stream am Samstagabend, am Samstag Spätnachmittag, also heute Nachmittag, kommt ja noch eine CR-Folge, also die sollt ihr euch auch nicht entgehen lassen. Und wir sehen uns heute Abend. Bis dahin, euer Toto. Clashed.